Also Tom schreibt, ich werde seit ein paar Stunden von einer Person aus Nigeria mit Bildern von mir erpresst. Ich will ungern meinen Freunden etwas erzählen und die Polizei einschalten aus Peinlichkeit. What the f***? Als YouTuber schaffe ich es leider nicht, dass ich alle eure Fragen persönlich beantworten kann. Aus diesem Grund zeige ich euch jetzt einmal die typischen Fragen, die mir jeden Tag gestellt werden. Und ich werde die Fragen natürlich in diesem Video auch beantworten. Dafür habe ich Manuel mitgebracht. Manuel, du wirst mir die Fragen heute stellen und ich werde sie in diesem Video hier beantworten. So sieht's aus, Yunus. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Okay, dann stellen wir die erste Frage. Jo, die erste Frage kommt über Instagram und ist von Mehmet gestellt. Und Mehmet schreibt, hey Yunus, mir gefallen deine Videos sehr. Siehst so aus, als würdest du dich auskennen mit Computern. Ja. Ja, kann man so sagen. Kannst du mir vielleicht zeigen, wie man jemanden ortet? Okay, also nur weil ich mich jetzt auskenne mit Computern, soll ich dir jetzt zeigen, wie man jemanden ortet. Ist vielleicht ganz nett, aber erstmal musst du dafür wahrscheinlich irgendwie zur Polizei gehen, weil ich habe da gar keine Rechte zu, irgendwelche Handys zu orten. Und es hört sich irgendwie nicht so ganz legal an. Es hört sich nicht legal an. Und du hattest damals sogar was zurückgeschrieben. Ja, und zwar hattest du geschrieben, tut mir leid, das ist leider nicht mein Fachgebiet, mit einem Smiley. Und er hat zurückgeschrieben, sonst etwas Cooles, dass ich meine Freunde beeindrucken kann. Hast du was für ihn? Ich habe ihm dann einfach gesagt, er soll meine TikTok schauen, weil da zeige ich öfter mal solche Tricks. Okay, hast du noch was für mich? Jo, die nächste Frage, die kommt per E-Mail von Hans. Und Hans fragt, hey, guten Morgen, Yunus. Ich habe ein Tool entwickelt zusammen mit meiner Firma und wir sind einer der weltweit führenden Softwarehersteller. Aha, hört sich erstmal spannend an. Hört sich spannend an, ja. Ich kenne ihn nicht, aber mal sehen. Er hat geschrieben, ich habe ein Tool entwickelt, mit dem man das Internet schneller machen kann. Können Sie helfen, es im Video auf Ihrem YouTube-Kanal vorzustellen? Das hört sich natürlich spannend an. Ein Tool, was das Internet, also was Physisches weitermacht. Vielleicht haben die auch ein Tool, was das Wasser schneller im Wasserhahn macht oder so. Vielleicht. Ich weiß es nicht. Also es hört sich jetzt so ein bisschen shady an, wenn man ein Tool installiert und dann ist das Internet schneller. Also wenn ja, dann wäre das vielleicht schon bei Windows mit eingebaut, wenn es da irgendwas gibt. Aber ich finde das jetzt nicht so. Was bieten die denn dafür, dass ich das mache? Er schreibt, als Dankeschön schenken wir gratis Vollversion. Oh, geil, eine Gratis-Vollversion von einem Programm, was ich wahrscheinlich nicht verwenden werde. Also, ja, würde ich jetzt, glaube ich, nicht machen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Sagen wir mal lieber nein. Die nächste Frage, Yunus, kommt per Instagram. Und zwar fragt dich Orhan, hallo, ist es möglich, dass wir dich anrufen können? Nein, ist leider nicht möglich. Ich hätte Bock natürlich, mit jedem von euch zu telefonieren, ja. Aber es sind einfach zu viele Nachrichten, die ich jeden Tag bekomme. Ja, dafür gehen wir auch ab und zu immer mal wieder live auf YouTube. Und da könnt ihr dann auch Yunus eure Fragen stellen. Und das letzte Mal, Yunus, haben wir bestimmt so 100, 200 Fragen beantwortet gefühlt. Absolut. Also da könnt ihr dann auf jeden Fall auch noch alle Fragen loswerden. Yunus, Yoshi fragt über Instagram, hallo lieber Yunus, ich habe seit letztem Jahr eine 15K-Leitung und mir wurde eine 500K-Leitung versprochen. Woran kann es liegen und wie kann ich es verbessern? Ja, also manchmal sind die Internetleitungen ein bisschen langsamer, ja, kommt häufiger mal vor. Was ich dir empfehle, geh einfach auf irgendein Vergleichsportal, da gibt es ja einige im Internet und kontrolliere einfach mal, was so der beste Anbieter für deine Region ist. Das ist ja immer woanders, immer unterschiedlich. Ja, vielleicht hast du auch einfach nicht genug bezahlt für eine 500K-Leitung und hast deswegen eine 15K-Leitung. So, nächste Frage. Jo, Markus fragt dich, hey Yunus, ich habe eine richtig gute App-Idee. Ich möchte eine so Art Netflix bauen, wo Familie und Freunde ihre Bilder untereinander teilen können. Ich kann selbst nicht programmieren, würde dich aber am Gewinn beteiligen, wenn du mir die App entwickelst. Wie klingt das für dich? Ich glaube, das ist eine der häufigsten Nachrichten, die ich gerade auf Instagram bekomme. Also bestimmt 2-3 Mal die Woche hat jemand eine super geile App-Idee und will, dass er die nicht selber programmiert, sondern dass ich das Ganze mache. Und ja, wenn die App jetzt so geil ist und das ist deine nächste Millionen-Idee, ja, wo du 5 Millionen, 10 Millionen Euro mitverdienst, würdest du dann wirklich irgendeinen Typen einfach die programmieren lassen, dafür 50% oder so der Anteile abgeben? Nee, würde ich auf jeden Fall nicht machen. Sowas ist ein klassischer Fall dafür, dass du vielleicht dir überlegen solltest, mal ein Startup zu gründen, dich mit anderen Leuten zusammenzusetzen, vielleicht auch andere Programmierer davon zu überzeugen, die du kennst. Aber ich glaube, Yunus, du hast einfach schon genug zu tun mit deiner Firma, oder? Ja, also das Allerwichtigste ist halt, wenn man was macht, dann sollte man es halt zu 100% machen und sollte nicht so 10.000 Sachen parallel machen. Deswegen, ich mache meine Firma, ja, mit Manuel zusammen und mache nicht noch irgendeine App nebenher. So, nächste Frage, Yunus, auch wieder über Instagram. Hey, Mehrhaber, Yunus Bruder, ich habe 2.000 Euro ausgegeben, da ist ein Spiel, jemand hat meinen Twitter-Account gehackt und das Passwort geändert.
Kannst du mir helfen, weil auch da andere Daten von mir sind? Also zwei Punkte. Nummer eins, ich würde mich natürlich strafbar machen, wenn ich einfach für irgendeinen random Dude aus dem Internet jetzt irgendein Passwort hacke. Ja, mache ich natürlich nicht. Aber selbst wenn es möglich wäre, das Ganze zu hacken, nur weil ich Programmierer bin, dann würde wahrscheinlich unser ganzes modernes Internet nicht existieren. Denn dann könnte ich ja einfach irgendwelche Instagram-Accounts hacken und das könnte dann wahrscheinlich jeder, der programmieren kann, wenn ich das auch zufällig kann. Und das wäre natürlich nicht so cool. Deswegen solltet ihr immer unbedingt ein schwieriges Passwort verwenden und am besten noch die Zwei-Faktor-Authentifizierung, dann macht ihr es einem Hacker nämlich schon mal richtig schwer. Noch eine Frage per E-Mail, Yunus, da ich Vollzeit arbeite, wollte ich wissen, ob bei euch Online-Lernen auch am Wochenende stattfindet. Wenn ich werktags arbeite, wollte ich am Wochenende lernen. Bitte um Rückmeldung. Ja, ist möglich tatsächlich. Also bei uns ist unser ganzes Modell so aufgebaut, dass man, auch wenn man sogar Vollzeit arbeitet, parallel dazu noch die Weiterbildung machen kann. Liegt daran, dass wir viele Calls am Abend haben und dass man natürlich auch am Wochenende ganz normal bei uns lernen kann und da auch seine Fragen stellen kann. Also Tom schreibt, ich werde seit ein paar Stunden von einer Person aus Nigeria mit Bildern von mir erpresst. Ich will ungern meinen Freunden etwas erzählen und die Polizei einschalten aus Peinlichkeit. What the Also das hört sich erst einmal an wie die älteste Internetbetrugsmasche, die es überhaupt gibt mit diesem nigerianischen Kronprinz. Ja. Bin ich jetzt nicht sicher, ob ich da helfen kann. Also wahrscheinlich hast du auf irgendwelche komischen Links gedrückt oder sowas oder jemand hat irgendwie deine Zugangsdaten bekommen. Da kann ich jetzt leider nicht helfen. Ganz ehrlich, geh zur Polizei, wenn du solche Probleme hast. Ja, schreibt dann auch noch, hey Yunus, gibt es einen Weg, in den Computer von dieser Person reinzukommen oder seinen Instagram-Account? Ich habe von dieser Person nur eine E-Mail-Adresse, einen Snapchat-Account und einen Instagram-Account. Ich bin ratlos. Boah, da kann ich echt nicht helfen. Da würde ich mich auch strafbar machen, wenn ich da helfen würde. Ja, also hier ist wirklich nochmal ganz wichtig. Schützt eure Accounts mit guten Passwörtern. Schützt sie auch mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung. Dann habt ihr nicht dieses Problem. Denn wenn der Account einmal von jemand anders gehackt und übernommen wurde und er tauscht vielleicht sogar noch eure E-Mail-Adresse aus, eure Passwörter, dann habt ihr wirklich sehr, sehr schlechte Karten. So, was haben wir noch? So, wir haben noch was von Instagram. Und zwar, hey Yunus, du kennst dich ja gut mit Computer aus. Ich zocke Warzone mit einer Nvidia 1050 und es leckt sehr rum. Kannst du mir Tipps geben? Wünsche dir noch ein schönes Wochenende. Ja, also kauf dir eine bessere Grafikkarte. Was soll ich dazu sonst noch groß sagen? Also wenn dein Computer laggt, dann solltest du erstmal irgendwelche Software wahrscheinlich runterschmeißen und das Ding vielleicht neu installieren, wenn das alles nicht hilft. Dann brauchst du wahrscheinlich einfach eine bessere Grafikkarte oder einen schnelleren Computer. Vielleicht hilft es auch, wenn du die Grafikeinstellung einfach auf die niedrigste Einstellung stellst, dann läuft das Spiel normalerweise auch etwas flüssiger. So, eine machen wir noch, würde ich sagen, oder? Jo, es gibt noch eine richtig gute. Und zwar, hi Yunus, ich bin Schüler und programmiere gern nebenbei Webseiten als Hobby. Mittlerweile ist es aber so, dass mir keine Ideen mehr kommen und ich auch nicht nur die ganze Zeit Webseiten programmieren will, sondern auch mal was anderes. Als Anfänger ist es aber eine schwere Sache, ein gutes Projekt zu finden, bei dem man sich verbessern kann. Hast du eine Idee? Da haben wir doch schon mal so ein Video hier auf diesem Kanal gemacht. Ich glaube nicht nur eins. Das kann man sich auf jeden Fall angucken. Ja, aber wir haben eins, das steht irgendwie so die 5 besten Projekte oder so. Das würde ich auf jeden Fall mal angucken. Und sonst, guck dir halt einfach so ein paar Apps an, die du vielleicht auch täglich nutzt und die vielleicht einfach nachzuprogrammieren sind, ja. Ich weiß, es ist nicht immer ganz leicht, wenn du jetzt sowas wie Instagram nachmachen möchtest als Anfänger, das würde ich jetzt nicht tun, aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Countdown oder eine Wecker-App oder sowas hast, eine Eieruhr ist auch immer sowas ganz Klassisches, To-Do-Listen, irgendwelche Notizblock-Apps und so weiter, also da gibt es schon einiges und du merkst, das ist dann nicht mehr nur eine Webseite, sondern das geht dann auch in Richtung App. Ja, gerade wenn du auch Schüler bist, dann würde ich dir auch einfach vorschlagen, probier mal ein Spiel zu programmieren. Das Ganze haben wir zum Beispiel auch in unserem JavaScript-Tutorial gemacht. Absolut, da ist so eine kleine Rakete, die fliegt so hoch und runter, ist auf jeden Fall ganz cool. Check das mal aus. Wenn du jetzt sagst, du willst programmieren lernen und du bist vielleicht noch ganz am Anfang und willst das Ganze gerne beruflich machen, weißt aber nicht so richtig, wie du jetzt zum ersten Job kommst, dann klick einfach mal auf den Link ganz oben in der YouTube-Beschreibung. Da kannst du dich über unsere Weiterbildung informieren und da kannst du auch ein kostenloses Beratungsgespräch mit unserem Team vereinbaren. Da können wir schauen, ob wir dir weiterhelfen können und ob das Ganze in deiner individuellen Situation Sinn ergibt. Vielleicht sehen wir uns schon bald persönlich. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut, Yunus und Manu.